wir wechseln heute immer mal die Stimme, nachdem heute unser eingestammter Einsprecher nicht da ist. Aber ich denke, unser Elch hat das ganz gut gemacht. Werde ich jetzt versuchen, das Spiel mit euch gemeinsam zu erarbeiten. Bevor wir mit der Analyse des Spiels anfangen, interessiert, denke ich, jeden die restlichen Spiele. Glauchau gegen Burgenland 37-35. Staatsfurt spielt zu Hause gegen Zwickau, gewinnt mit einem Tor 23-22. Hermsdorf zu Hause gegen Pirna 26-22. Delitzsch gegen Aschersleben 27-27. Apolda und Wadis haben wir noch nicht. Und die HSG Freiberg gegen Köthen 23-24. Ich denke, wir haben heute ein durchaus spannendes und schönes Handballspiel gesehen. Es sah, glaube ich, nicht aus wie Platz 2 gegen Platz 13. Deshalb die erste Frage an dich, Keines. Einschätzung des Spiels. Bist du zufrieden mit der Leistung deiner Truppe? Wenn man gewinnt, natürlich. Man ist immer zufrieden. Mit Leistung bin ich nicht zufrieden, weil wir bleiben immer bei unserer magischen Zahl, die 18 Fehler, 18 technische Fehler, das ist einfach zu viel. Und das ist beim letzten Spiel, hat es uns sehr viel gekostet, deswegen verlieren wir uns raus mit 9 Toren gegen Spitzenreiter. Und wir versuchen das immer von Woche zu Woche zu minimieren, aber du kannst trainieren, aber wenn technisch Fehler ankommen, du kannst nichts machen. Okay, du warst sehr engagiert an der Seitenlinie und hast zum Schluss immer gerufen, wir brauchen noch einen Ball. Warst du sicher, dass es reicht für euch? Nee, ich denke, das war einfach nur Motivation, weil die kennen Leute mich als Spieler, weil letztes Jahr habe ich noch selber gespielt. Und ich weiß, wie schwierig hier in Freiburg zu spielen, weil ich habe gemerkt, und wir haben uns auch darauf vorbereitet und wir wussten, dass selbst 13. Platz sagt gar nichts, weil die robuste Abwehr. Sag schon das Ergebnis, ja, 23-24, ja. Okay, danke. Ich hoffe nur, dass du in den Drama-Hupen reinkommst. Wenn man aufgehoben hat, dann fließt wieder das Beispiel. Genau. Ich denke, das ist ja durchaus als Trainer legitim, dass man mit solchen Dingen arbeitet und es gehört, glaube ich, dann eher den Schiedsrichter und sowas einzuschätzen. Also ich habe selber auch einige Jahre Handball gespielt und wenn mein Trainer dort engagiert an der Seitenlinie arbeitet mit solchen Mitteln, war ich ganz stolz auf meinen Trainer, wenn es denn gezogen hat zum Schluss. Und manchmal sind es eben die kleinen Sachen, auch wenn es für uns unschön ist und heute in vielen Situationen unverständlich war, da gebe ich allen recht. Aber ich denke, da kann der Trainer jetzt am wenigsten dafür, er nutzt einfach bloß ein Mittel. Annel, wollen wir? Ja, wir müssen über die ersten 15 Minuten reden. Was hast du? Was hast du den Jungs heute in der Kabine vor dem Spiel mitgegeben? Und was hast du nach 15 Minuten in der sehr lautstarken Auszeit den Jungs gesagt? Schönen guten Tag, ist. Glückwunsch für euch, ne, 2 Minuten. Ich denke, ich kann besser nicht wiederholen, was ich gesagt habe. Wenn es keiner gehört hat, ne, oder verstanden hat, ist es besser so zu lassen. Aber das war, wir sind aus der Kabine gegangen und ich dachte, dass ich Trainer war von wegen welcher anderen Mannschaft. Und dass ich zwar schlechtes Deutsch rede, aber dass keiner mehr verstanden hat, was wir wollten ab ersten Minute. Und wir waren diese 15 Minuten waren wir in sehr tiefer Winterschlaf. Und dann sind wir nach der Auszeit sind wir aufgewacht. Und dann haben wir in einmal so 45 Minuten gezeigt, was wir wirklich als Mannschaft können. Und was uns auch letzte Woche gefehlt hat. Weil natürlich, wenn man 13. steht, wenn man enge Spiele verliert, wenn man viele Fehler macht, dann kann man jede Ausrede suchen. Aber wenn man jetzt sieht, dass wir als Mannschaft kämpfen können, dass wir auch mit Herz spielen können, dann können wir auch alles umsetzen, was wir wollen. Und das haben die uns gezeigt. Und wenn heute einer verdient hat zu gewinnen, waren wir es, finde ich. Und damit bin ich nächstes Tour
Punkte für Gordon, aber ich finde, dass wir heute verdient hatten zu gewinnen. Und das Wichtigste jetzt ist, das wieder mitzunehmen zum nächsten Spiel. Also wir zeigen jetzt, dass wir auch Zweiter schlagen können und dass wir nicht in Zwickau verlieren müssen und dass das alles eigentlich an uns liegt und nicht an der Gegner. Und das ist, was wir schon die ganze Zeit... Bitte? Ihr müsst es halt mal umsetzen und nicht erst nach 15 Minuten dann irgendwann sagen, ja, jedes ja. Mal, das haben wir es verpennt, das ist jedes Mal. Ja, das, ja, aber man... Leid, aber du bist sehr sympathisch, aber jedes Mal stehst du da und sagst, ja, wir haben ein paar Minuten verpennt. Aber jedes Mal ist das so. Und ja, ich kann nichts anderes sagen, aber jedes Mal ist das so. Du bist der Trainer, du musst die Jungs kitzeln, dass das von Anfang an losgeht. Ja, ich möchte Sie gerne eine Woche uns einladen im Training. Dann können wir zusammen gucken, was wir dann mit den Jungs machen. Und ja. Ich glaube das gerne, aber das ist eben nach Training und Spiel. Genau, das ist wesentlich unterschiedlich. Für uns ist es halt schwierig. Jedes Mal stehen wir hier beim Trainer und sprechen und sagen, ja, wir haben kaum ein bisschen Talent. Wir sind eigentlich verdient Gewinner. Klar, für uns ja. Als wenn, ja. Ja, aber ich. Und da arbeiten wir ganz, jeden Tag, ganze Woche arbeiten wir damit, was genau zu schaffen. Ich kann die Zwischenfragen natürlich verstehen. Ihr kommt zu jedem Spiel und seht immer wieder das Gleiche. Aber ich denke, die Trainer arbeiten die gesamte Woche über mit den Spielern. Und wir haben einige Maßnahmen, über die können wir gerne mal sprechen, kann Annel gerne mal was dazu sagen, was mit den Spielern gemacht wird. Es ist ja, denke ich, für jeden sichtbar, dass es in vielen Phasen, und heute war, wenn ich eine persönliche Einschätzung sehen kann oder ziehen kann, wir liegen 2-7 hinten und landen innerhalb von 12 Minuten beim 11-10. Das hätte es vor einigen Spielen nicht gegeben, da wären wir auseinandergebrochen. Und die Einschätzung, die wir als Verantwortliche und als Trainer sicherlich ziehen muss, dass wir mit der Mannschaft enger zusammenarbeiten müssen, dass wir die Mannschaft formen, dass sich eigene Führungsspieler in dem Team finden, nicht das Flattern kriegen. Ja, wir haben keine Zeit, aber es sind alles Spieler, die arbeiten, die studieren, die 3-4 Mal die Woche hierher kommen, 23 Uhr, 24 Uhr, 0.30 Uhr gehen die ins Bett, um dann früh um 7 Uhr in die Uni wieder zu schwitzen. Also das darf man nicht vergessen. Ich habe Verständnis für alle Kritik, die nehmen wir uns auch sehr an, die Kritik. Aber das darf man nicht vergessen. Wir sind immer noch in der Mitteldeutschen Oberliga, haben einen hohen Anspruch. Der ist von uns gekommen, der ist nicht von euch gekommen, auch ganz klar, daran müssen wir uns messen lassen. Aber ich denke, dass wir trotzdem, und da möchte ich Annel auch ganz klar unterstützen, auch wirklich auf einem guten Weg sind, mit den Jungs zu arbeiten und denen erstmal wieder zu verklickern. Ihr könnt das. Das, was ihr heute phasenweise dann wirklich gezeigt habt. Es geht jetzt so ein bisschen in die HSG Freiberg Richtung, die werden wir auch gleich noch vertiefen. Trotzdem noch eine Frage an dich. Die Liga ist ja irgendwie brutal und verdammt eng. Willst du schon mal Orakel spielen, wie es am Ende an der Tabellenspitze aussieht und vor allen Dingen uns verraten, wie eure Zielstellung ist? Wollt ihr am Ende ganz oben stehen, die dritte Liga? Seid ihr dafür gerüstet? Das letzte Spiel hat uns gezeigt, dass wir noch nicht gerüstet sind. Wir haben auch junge Leute integriert, die auch erst mal 19, 20 sind. Ich habe das Glück gehabt, dass sie auch bei mir waren. Deswegen dieses Verständnis ist da. Klare Ziele, wir wollen in Köthen dritte Liga spielen, aber da haben wir ein kleines Problem hin. Wir haben nicht so schöne Sporthalle wie hier Freiberg hat. Und erstmal muss umgebaut werden. Wir haben letztes Jahr gezeigt, wir haben dominiert. Dieses Jahr durch Abstiege von Bad Blankenburg, die haben auch klare Ziele gesetzt, dass sie wollen sofort wieder in die dritte Liga hochgehen. Und letztes Spiel hat mir nochmal Augen eröffnet. Wir sind noch nicht frei, dritte Liga zu spielen, weil da waren 16 Leute angereist, die waren so heiß, die trainieren 7 Mal in der Woche und da, wie gesagt, Mitteldeutsche Liga und dritte Liga, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und Mitteldeutsche Liga, ich sage, wenn als Mannschaft 18 oder 15 Fehler leisten kann und dann am Ende noch gewinnt, dann Mitteldeutsche Liga ist es nicht stark. Das heißt, Qualität ist noch nicht da. Und, muss man einfach dran arbeiten. Und nur Trainer in Schutz zu nehmen, Trainer verliert nicht. Oder es gibt den Spruch, ja, Trainer gewinnt. Nee,
Die Mannschaft gewinnt und Trainer verliert. Es ist nicht so. Wir richten, wie ihr und ich, jedes Spiel. Wir haben auch tiefen Schmerzen gehabt beim letzten Spiel. Du trainierst, du machst die Köln beim Training umsetzen. Aber wenn ein Spiel kommt, versuchen das umzusetzen. Die sind auch nicht frei weg im Kopf und wenn ein Fehler oder zwei Fehler passiert, ja, das ist normal. Nicht der Trainer macht Fehler, sondern die Spieler. Wenn Spieler verwirrt von 6 Meter, was können wir tun? Sagen Sie mir bitte. Dann muss ihr einfach Augen aufmachen und gucken. Abspringen, lange in der Luft warten. Ja? Jeder ist immer sagen, der Trainer, aber jeder muss erstmal gucken, was der Spieler hat gemacht. Haben wir Geld, wollen wir Profis, dann haben wir Qualität, nicht nur Quantität. Ja? Wenn Sie, meine Meinung, der Handball hat gespielt, im höheren Niveau, der Handball Verständnis hat, und ich muss zu Ihnen sagen, ich habe riesengroßen Respekt, aber wenn der Angriff dauert, 35 oder 40 Sekunden, dann der Trainer muss von der Bank auch agieren und damit signalisieren den Schiedsrichter, dass es schon zu lange dauert. Ja, Entschuldigung, dass ich solche tiefe Fragen muss, aber im Endeffekt nur den Trainingsschutz nehmen, weil Freiburg ist eine sehr gute Mannschaft, die haben Leistungsträger verloren und die versuchen trotzdem kämpfen und zeigen, dass die eine Mannschaft sind. Ja, so. Dann würden wir euch gucken lassen. Wir haben noch eine Heimreise vor euch. Wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Gesunde Morgen. Danke. Annel, ich hatte es angesprochen. Vielleicht kannst du oder ich würde dich bitten, einfach mal ein paar Worte dazu sagen, was mit der Mannschaft in der Woche oder in den zurückliegenden Wochen unternommen wurde, um genau das aus den Köpfen zu kriegen. Dieses Auf und Ab in der Gefühlswelt, dieses Nicht-Vorhandensein auf dem Spielfeld und dann doch wieder selber. Vielleicht kannst du einfach mal in der Sache machen. Was wir jedenfalls letzte Woche erkannt haben, ist, dass die Jungs oft nicht mit ganz viel Vertrauen und ganz freien Kopf spielen, vor allem. Und dann komme ich wieder, wir verlieren Spiele, weil wir sehr, sehr viele hundertprozentige Chancen verwerfen. Also ob wir jetzt taktisch alles gut und richtig machen, wir erarbeiten uns Chancen und die Chancen verwerfen wir. Und in der letzten Woche haben wir uns Hilfe gewonnen, sozusagen, von einem Sportpsychologin, die schon einige Hilfsmittel uns gegeben hat, mit den Jungs mal an die Arbeit zu gehen. Und wenn man dann ein Spiel wie heute sieht, dann können wir auch sagen, dass die Jungs da was mit tun. Und das freut mich, weil Kritik, das gehört dazu, das wissen wir. Aber zu leichtfertig diese Fehler machen, das ist Frage von individuellen Spielern. Und das ist auch Frage von Kopfsache. Und das kann vieles sein, was an den Kopf umgeht, warum Ball 3 cm links oder rechts geht. Und ich denke, dass diese Hilfsmittel und diese Gespräche mit der Sportpsychologie uns in der nächsten Woche auch den nächsten Schritt machen lassen. Und dann sind solche Spieler wie heute und kleine Ergebniserfolge oder positive Sachen, die wir uns erarbeiten, auch sehr wichtig für Selbstvertrauen, für reinen Kopf sozusagen. Danke, Anne. Apolda gegen Radius 28-22 als Zwischensendung. Hattest du noch eine andere Frage oder wolltest du mir das Ergebnis genau? Ich hatte eigentlich noch nach deiner Aussage gehört, dass ihr den Sieg verdient gehabt hättet, bin ich der Meinung, wenn ich 15 Minuten von einem Spiel von 60 Minuten komplett verschlafe, habe ich den Sieg nicht verdient. Das meine ich mal. Ist einfach so. Wenn Köthen die ersten Minuten dann noch clever ausspielt, spielt es nach bei den 15 Minuten 1-7 oder 1-8, 1-9. Bin ich auch ganz mit einverstanden. Ich basiere es auch auf die 45 Minuten danach. Was wir dann geleistet haben, wie wir zurückgekommen sind und was wir dann gemacht haben. Und noch eine allgemeine Aussage. Ich bin der Meinung, die Schiedsrichter heute, bis auf vielleicht die rote Karte, habe ich nicht genau gesehen, da saß ich zu weit weg davon. Da standst du vielleicht näher. Aber ansonsten fand ich meiner Meinung nach, die Schiedsrichter
ist überragend. Seit mehreren Monaten die besten, die wir je hatten. Ganz ehrlich. Das ist meine Meinung. Gibt es auch selten hier, oder? Wir hatten ja schon viel Schiedsrichter. Die ganze Frage. Okay. Frage können wir gerne machen. Das Schiedsrichter-Thema haben wir auch gemacht. Es ist immer unangenehm, über die Schiedsrichter zu sprechen, weil wir können es nicht beeinflussen. Wir können es beeinflussen, wenn wir 15 Minuten, die ersten 15 Minuten nicht verschlafen und dort Vollgas gehen, dann brauchen wir keinen Schutz der Schiedsrichter. Und das ist uns in einigen, nahezu in allen Spielen, irgendwo zum Verhängnis geworden, weil wir immer wieder Phasen haben, wo wir einfach verschlafen. Also wie gesagt, die Schiedsrichter fand ich heute eine gute Leistung. Und ich würde eher auf meinem Selbst anfangen. Ich meine, wir haben das Spiel heute gesehen. War spielerisch bestimmt eine Steigerung, aber ich habe mindestens 10 Würfe gesehen, wenn nicht sogar 15, die ab 12, 13 Metern geworfen wurden. Und ich habe auch Ideenlosigkeit gesehen, nicht nur in den ersten 15 Minuten. Da müsste man arbeiten. Das sehen wir seit ganz vielen Spielen. Und seit ganz vielen Spielen arbeiten wir daran. Leider Gottes können wir nicht hingehen bei den Spielern und einmal das Trikot am Rücken hochlegen und den Taster drücken. Jetzt werf mal. Wenn du in der Kabine mitstehen würdest und die Ansprache des Trainers sehen würdest, was die taktische Vorgabe ist, dann sind die ersten 15 Minuten eben genau nicht die taktische Vorgabe. Und dort müssen wir dran arbeiten. Warum kommt es bei den Jungs nicht an? Warum können die Jungs das nicht umsetzen? Handballerisch haben sie es alle mal drauf. Das haben wir gesehen in den vielen Phasen. Und das ist genau das, wo wir arbeiten, was aber nicht von jetzt auf dann geht mit dem Fingerschnips, dass sie morgen hier rumrennen und einen Ball nach dem anderen uns in die Kiste werfen. Genau vor der Herausforderung stehen wir. Und dann sind es eben Menschen, mit denen wir arbeiten müssen. Da können wir nicht sagen, jetzt aber los. Das würden wir gerne machen, das machen wir auch. Aber die Zeit müssen wir geben. Ralf, willst du was laut sagen? Annette hat es ja eigentlich schon in die Zeitung geschrieben. Ne? Vielleicht lieber wirklich, auch wer es zwischen den Zeilen lesen kann. Also jeder macht, was er will. Wer sagt jetzt, also wir können jetzt nie von einem wirtschaftlichen Unternehmen ausgehen. Es ist immer noch Sport und es ist immer noch Freizeit. Aber man hat das Gefühl, wenn der Chef sagt, es wird so rum oder die Mann wird weiß gestrichen und sie wird schwarz gestrichen, hören sie nicht auf ihn. So das Gefühl hat man. Ne? Dass Annette sich riesen Mühe gibt, aber keiner so richtig vielleicht so hinter dem Konzept dahinter steht. Ja, ich verstehe genau, was Sie meinen. Und ich denke, dass es doch wichtig ist, wenn jeder zu sich selbst guckt. Wenn ich verunsichert bin, dann höre ich eigentlich, was ich hören will. Und bin ich so verunsichert, dass ich auch nicht umsetzen kann, was jemand anders von mich fragt. Und ich muss die Jungs auch in Schutz nehmen. Es gibt gar keinen, der nicht will. Es gibt auch keinen, der nicht versteht, was man macht. Aber man muss auch nicht vergessen, dass die Jungs 19, 20, 21, 22 sind, dass die auch mal ab und zu Mühe haben, dieses Selbstvertrauen wieder zu kriegen. Und das ist, woran wir arbeiten. Das ist auch, woran wir Hilfe von anderen Leuten gefragt haben, weil dann sieht man auch ein anderes Gesicht. Und ich bin davon überzeugt, nein, ich weiß, dass wenn man dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen wieder kriegt, dann kann man auch mehr aus sich holen, dann nur was gefragt wird. Und das ist, woran wir arbeiten müssen. Wie weit schätzt du diese Zeitspanne ein, dass du das schaffst? Das ist schwer. Das ist eine sehr gute Frage. Du musst ja euch ein Ziel gesetzt haben. Ja, hab ich auch. Ja. Aber das kann in einmal auch passieren. Das kann in zwei Wochen passieren. Kann auch in einem Monat passieren. Also drei Monate, das ist sehr schwer zu sagen. Aber drei Monate kann es so weit sein, dass wir keine deutsche Liga mehr spielen. Ich verstehe das Gefühl. Aber ich verstehe das Gefühl. Und kann mir das auch vorstellen. Eins, das wird nicht passieren. Und zwei, es ist für uns jetzt wichtig, Spiel für Spiel zu gucken, was wir jedes Spiel besser machen können. Und wenn wir die gleiche Einstellung und gleiche Kampf wie jetzt, letzte 40 oder 45 Minuten zeigen, dann werden wir Spiele gewinnen, die jetzt eng sind. Und dann kommen die Punkte auch von rein. Aber ich gucke jetzt nur nächste Woche, was für Gegner wir haben, was wir Montag früh mit Trainer machen. Was ist jetzt am wichtigsten? Das reden wir noch von Anfang an. Wir haben Fehler gemacht, wir brauchen Zeit.
die junge Mannschaft. Wir sagen jedes Mal, wir haben wieder Fehler gemacht, gleiche Fehler, gleiche Fehler. Und nur wieder was tun. Ja. Am Ende zählt Das ist vollkommen richtig. Das macht uns alle auch sehr glücklich. Aber wir können uns jetzt nicht vor die Mannschaft stellen und sagen, ja, hört auf Handball zu spielen. Das fällt nochmal schwerer, wenn so ein Spiel wie heute, die Rackern sich daran kämpfen, wenn das noch verloren geht. Wenn das Spiel mit einem Tor oder mit zwei Toren gewonnen geht für uns, dann fällt es uns im Training wieder wesentlich leichter, den Jungs zu verklickern, das war richtig. Das, was die heute richtig gemacht haben, haben sie ja eigentlich falsch gemacht. Wir haben keine zwei Punkte geholt. Daran werden wir gemessen. Das ist auch vollkommen klar. Da stehen wir auch hier. Deswegen mache ich auch die größten Moderatorspiel genauso mitverantwortlich und nehme dazu auch Stellung. Aber es ist schwer, den Jungs jetzt zu verklickern. Jungs, ihr habt Handball gelernt, ihr könnt das, setzt um. Und genau dort kommen sie immer wieder ins Schwimmen und das haben wir die Woche. Wir haben Zettel ausgegeben, die haben anonym Fragen beantwortet. Es ist nicht so, dass wir nichts mit den Jungs machen. Wir sitzen abends zusammen. Manchmal reden wir nicht viel, weil keiner sich richtig getraut, was zu sagen. Dann entwickelt sich das mal wieder mehr. Wenn ihr in die Kabine gehen würdet, würdet ihr von jedem seinen Zieler an jedem seinem Sitzplatz sehen, was er heute in dem Spiel verbessern würde. Das sind kleine Dinge, die wir versuchen, machen können. Wir haben nicht die Mittel, und die Illusion kann ich jetzt schon nehmen, ich würde es auch gerne der Mannschaft jetzt noch einen Führungsspieler geben. Wir haben da oft drüber diskutiert, wir haben keine Mittel, einen Spieler zu holen. Die auf dem Markt sind, die können wir nicht bezahlen. Wir haben Fehler gemacht im Einkauf, ganz klar, müssen wir auch dazu stehen. Wir haben andere Erwartungen an die Spieler gehabt, Marcin hat heute ein super Spiel gemacht, aber die Mannschaft hat dort auch mehr Vertrauen zu uns gehabt, dass wir ein, zwei Spieler in die Mannschaft integrieren, wo sie sich drauf verlassen können. Speziell im Rückraum, die Abgänge, Adi und Themis. Aber die sind weg. Wir haben jetzt keinen, also können wir nur den Jungs den Rücken weiter stärken. Das versuchen wir in der Arbeit permanent. Und da denke ich trotzdem, dass wir heute wieder einen Schritt nach vorn gemacht haben. Auch wenn das so eine Endlosschleife ist. Aber wir wollen auch versuchen, ehrlich die Fragen zu beantworten. Warum spielt Marco nicht auch mal im Angriff? Genau, mal freistellen oder? Also wie fit ist? Jetzt ist er fit. Aber jetzt, wenn wir im Rückraum mit Martin und Neumi auf dem Rückraum links spielen, die sind etwas schneller und die sind etwas beweglicher als Marco. Aber heute hat er in Abwehr eigentlich sehr gutes Spiel gemacht. Und das ist auch seine Aufgabe. Was? Und bitte? Er ist aber auch gekommen für den Abwehr, oder? Ja, alles gekommen für alles, aber wir haben uns jetzt so viel wie möglich in Abwehr zu lassen. Und das hat er heute, finde ich, auch sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Okay, also. Ich bedanke mich fürs Kommen. Ich bedanke mich auch für die Fragen. Auch wenn es schwer ist, in so einer Situation hier vorzustehen und das zu beantworten, aber dafür sind wir da, können wir uns nicht verstecken unter dem Tisch. Das werden wir auch weiter tun. Nächste Woche haben wir natürlich einen richtigen Trocken hier. Kurz vor Weihnachten, aber vielleicht gelingt uns ja das Unmögliche. Jungs werden weiter die Woche hart arbeiten und auf jeden Fall mit der Einstellung Blankenburg versuchen, das Leben so schwer wie möglich zu machen und dass wir dann mit halbwegs guter Laune in die Weihnachtsferien gehen können. Und dann ist Start unmittelbar am 2.3. geht es dann schon wieder los auf dem Testspiel. Dann sehen wir uns endlich wieder. Aber jetzt erstmal allen noch schönen dritten Advent. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende.